Vielleicht sollte man nicht so sehr fürchten wie den Mangel an Furcht. Das zumindest scheint der Blick auf die Märkte nahezulegen. Genauer gesagt, wenn man sich den VIX mal anschaut, das Angstbarometer, wie es oft heißt. Und dieser VIX ist jetzt auf den tiefsten Stand seit November 2021 gefallen mit einem Stand von 16,3. Dieser Volatilitätsindex VIX, der ist ja praktisch oder bemisst die kurzfristige Schwankungsintensität, die erwartet wird von den Märkten, respektive genauer gesagt, die in den Optionspreisen auf Aktien auf den S&P 500 für die nächsten 30 Tage eingepreist ist. Mit anderen Worten, je niedriger der VIX ist, umso weniger Schwankung erwarten die Marktteilnehmer. Und heute ist das natürlich durchaus der Fall, wenn Sie sich da die Indizes mal anschauen. Und dann ist alles um die Nullerlinie, wenn man so will, bis auf der VIX. Der ist wieder 3% etwa im Minus. Und das angesichts einer Situation, wo jetzt doch eigentlich die US-Berichtssaison erst richtig beginnt mit den Tech-Unternehmen, die, wie Sie hier sehen in dieser Grafik, ja über 28% an Marktkapitalisierung des S&P 500 stellen. Apple, Microsoft, Tesla, Nvidia, wie sie alle heißen, absolute Schwergewichte. Dementsprechend ist er nicht zu erwarten, dass es so oder so Schwankungsbreite gibt in die eine oder andere Richtung. Wir kennen Reaktionen etwa auf Tesla-Zahlen, die ja heute Abend anstehen. Da steigt oder fällt die Aktie gerne mal 10%. Also, dass das da irgendwo nicht mit ein bisschen zumindest Schwankungsbreite-Annahme versehen wird, das ist schon ein bisschen überraschend. Also, es ist sozusagen der Mangel an Furcht, der derzeit das Charakteristikum dieser Märkte ist. Sehr dünne Umsätze, man spricht von bärischer Positionierung. Ist das wirklich so? Ich hatte heute das oder jetzt zuletzt öfter das mal versucht, ein bisschen zu widerlegen. Hier sehen wir nochmal den Weg, wie er hier regelrecht abstürzt mit 16,3 derzeit. Der hat jetzt drei Gaps nach unten gefüllt und oben in dem RSI sehen Sie eine positive Divergenz. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es hier noch deutlich nach unten geht, ist jetzt nicht gerade hoch. Das kann passieren, aber normalerweise sieht man ja eben ein Auf und Ab an den Märkten, respektive dann eben auch beim VIX. In der Regel folgen solcher Phasen von Sorglosigkeit dann Stürme. Und wenn Stürme sind, ist nur die Frage der Zeit, wann die Beruhigung wieder kommt. Und hier sagte zum Beispiel Mike Sicardi, ein wunderbarer konträrer Chart, ein Contrarian Chart. Hier wurden nämlich die Kunden von JP Morgan gefragt, naja, willst du in den nächsten Tagen oder Wochen letztendlich in die Aktienmärkte investieren? Und nur 26% haben gesagt, ja, das will ich. Also eine gewisse Skepsis, das kann ein Kontraindikator sein oder es kann ein Indikator dafür sein, dass man sich denkt, die Aktienmärkte sind ein bisschen teuer in den USA und das sind sie. Man kann das ja zum Beispiel bemessen an dem Verhältnis zwischen Marktkapitalisierung und Umsatz eines Unternehmens. Da sind wir extrem hoch bewertet bei so vielen Aktien, teilweise auf Allzeithoch. Und vielleicht haben wir, wie Sven Hendrik hier sagt, eben nichts mehr zu fürchten als die Abwesenheit von Furcht. Hier sehen wir den VIX, der in diesem Trendkanal im rechten Chart hier praktisch sich nach unten schraubt und dann auch eine bullische Aussage von Bank of America. Also die Aktien, die Positionierungen in Aktienmärkten, nämlich vor allem in Richtung Bonds gegenüber Aktien, die sei doch vielleicht auch ein Kontraindikator. Und im Mai könnte es deutlich nach oben gehen, weil eben auch dieses dritte Jahr eines Präsidentschaftszyklus eigentlich meistens sehr, sehr positiv ist. Man könnte also da eine Sommerrallye verpassen, so sagt es Bank of America. Aber heute war zunächst mal keine Rallye angesagt im Vormittagshandel, sondern es war auf Future-Basis in den USA Verluste angesagt. Dafür gab es vor allem einen Grund, nämlich die Inflationsdaten aus UK, und das wird an den Weltmärkten immer doch sehr ernst genommen. Die waren deutlich höher als erwartet und in der Folge sehen wir, dass zum Beispiel Kryptos ziemlich abgeschmiert sind. Ethereum, das ja sehr, sehr stark gestiegen war zuletzt, Bitcoin wieder unter der 30.000er Marke, und der Grund dafür ist, dass eben diese Hoffnung auf baldige Zinssenkung so ein bisschen verschwindet, jetzt wo sich die Bankenkrise beruhigt hat auf der einen Seite.
zu beruhigt haben scheinte, muss man vielleicht genauer sagen. Und dann eben auch Fed-Speaker wie Ballard, wie Bostic klargemacht haben, nee, Zinssenkungen wird es so schnell nicht geben. Und die wird es wahrscheinlich eben nur geben, wenn wirklich die Wirtschaft ziemlich deutlich abschmiert und in eine Rezession fällt. Aber das interessiert die Aktienmärkte nicht. Die versuchen dennoch, dieses Spiel zu spielen. Ja, früher oder später wird die Fed die Zinsen senken. Und das tut sie eben, weil sie lustig ist und weil sie praktisch humanistisch veranlagt ist. Und die Frage ist halt, wenn angeblich jetzt diese so bullische Positionierung der Fall ist, also diese Übergewichtung von Bonds, von Anleihen gegenüber Aktien, die wir ja durchaus sehen, etwa bei den Kunden der Bank of America-Umfrage, ob das wirklich eine Garantie ist, dass die Aktienmärkte dann steigen, weil es eben ein Kontraindikator ist. Nein, nicht wirklich. Im September hatten wir ebenfalls eine extrem bärische Positionierung. Da ist dann der S&P 500 50% gefallen. Muss natürlich diesmal nicht so sein. Ich selber rechne nicht mit einem so großen Fall. Meine These ist und bleibt 3200 bis 3300 Punkte im S&P 500. Schon eine sehr heftige Korrektur, aber eigentlich nichts Ungewöhnliches, etwas, das immer wieder mal passiert. Und nochmal zu dieser bärischen Positionierung, da wird ja immer darauf verwiesen, dass eben vor allem Hedgefonds massiv im S&P 500 Future Short seien. Das ist durchaus richtig, aber sie sind viel mehr Long in anderen Sachen, sodass sie netto absolut Long sind und diese Short-Position wahrscheinlich nur ein Stück weit zur Absicherung haben. Ich glaube, das ist eine wichtige Unterscheidung. Und von bärischer Stimmung ist etwa auch bei den Börsenbriefen nicht viel zu sehen. Investors Intelligence, das ist praktisch ein Dienst, der auswertet, wieso die Stimmung in den Börsenbriefen ist. Da 50,7% bullish, nur 24% bärisch. Das ist jetzt eben auch wie November 2021 so gering, dieser Anteil der Bären in Relation zu den Bullen. Also wir sehen der WIX so tief wie zuletzt im November 2021. Die Stimmung bei Börsenbriefen so optimistisch wie seit dem November 2021 nicht mehr. Ist das die Basis für eine Super Rallye? Weiß ich nicht. Für mich ist diese Sorglosigkeit eher ein Kontraindikator, ist diese bullische Stimmung, die wir eigentlich ja durchaus sehen. Ich sehe das ja auch in den Kommentaren auf meine Videos. Und hier sehen wir die sogenannten Financial Conditions hier im Bloomberg Index. Hier sind wir jetzt fast schon wieder da, wo wir gewesen sind, kurz vor der Pleite der Silicon Valley Bank und dann der folgenden Bankenkrise. Und diese Financial Conditions haben sich also deutlich wieder entspannt, und das, obwohl ja eigentlich die Anleiherenditen seit einigen Tagen wieder doch ziemlich deutliche zulegen. Und gibt es keine Dinge, über die man sich vielleicht Gedanken machen könnte? Doch, die gibt es. Wir haben vor allem im Gewerbeimmobilienbereich, den ich immer wieder anspreche, richtige Probleme. Und das sieht man dann jetzt auch etwa bei Morgan Stanley, die zwar ganz ordentliche Zahlen gemeldet haben, die Aktie zunächst im Plus, aber dann eben die Aussage, dass man vor allem sehr stark erhöht hat die Risikovorsorge für Kreditausfälle im Gewerbeimmobilienbereich. Also das ist der erste Indikator dafür, dass damit etwas zu rechnen ist. Bei der Umfrage der JP Morgan bei ihren Kunden, die gefragt werden, ja, ist denn das Schlimmste der Bankenkrise vorbei? Da sagen immerhin 72%, ja, das ist vorbei. Wir werden sehen, aber wahrscheinlich ist die Krise am Immobilienmarkt nicht vorbei. Wir sehen hier zum Beispiel ein Gewerbeimmobilienunternehmen Brookfield, die konnten jetzt eine Mortgage von $161,4 Millionen nicht bezahlen, also ein Zahlungsausfall. Die haben so ein paar Dutzend oder ein Dutzend Gewerbeimmobilien, Büroimmobilien genauer gesagt. Aber auch bei den Privatimmobilien ist es so, dass die Anzahl der Zwangsversteigerungen jetzt deutlich gestiegen ist. Im ersten Quartal um 22% im Vergleich zum Vorquartal. Also dieser Stress durch steigende Zinsen, durch steigende Mortgage Rates, durch steigende Hypothekenzinsen, der macht sich breit. Wir sehen jetzt dann auch, dass etwa die Hauspreise im März um 3% gefallen sind. Das ist der größte Rückgang seit über einem Jahrzehnt. Und gleichzeitig ist durch den Anstieg der Renditen, den wir in den letzten Tagen gesehen haben, auch die Mortgage Rate, also die Hypothekenzinsen, die sind jetzt wieder auf 6,43% gestiegen, der höchste Stand seit zwei Monaten. Und hier mal anekdotisch von einer
Immobilienmaklerin in den USA, die sagte, also bis in den Frühling hinein, da war ich gut beschäftigt. Und dann im März nach der Pleite der Silicon Valley Bank, da ist plötzlich das Momentum weg. Alle fürchten jetzt, dass da irgendetwas brechen wird am Immobilienmarkt. Privatimmobilien wie eben auch Gewerbeimmobilien. Und wir sehen, dieser Credit Crunch, der ist voll am Start. Wenn Morgan Stanley die Risikovorsorge anhebt, also mehr Geld zurücklegt, um ausfallende Kredite kompensieren zu können, dann wird man sich sehr genau überlegen, für welche Bereiche man Kredite vergibt oder eben nicht im Gewerbeimmobilienbereich. Wahrscheinlich wird man sehr, sehr genau hinschauen, ob man da Kredite vergibt. Aber hier ein Interview mit einem Insider. Und der sagte, wir sehen jetzt, dass dieser Credit Crunch sich ausweitet auf Auto-Lending, Home-Lending und Commercial Real Estate, dann eben diesen Gewerbeimmobilienbereich. Also es ist da durchaus was unter der Oberfläche am Köcheln. Wir sehen jetzt, dass zum Beispiel die Zahlungen, die Zinszahlungen der Amerikaner sich jetzt innerhalb von 2 Jahren gut verdoppelt haben, etwa auf 440 Milliarden Dollar pro Jahr. Also diese Zinsbelastung, die durch die gestiegenen Zinsen der Fall ist, die macht sich bemerkbar, die schränkt letztendlich den Konsum ein. Wenn ich mehr Geld letztendlich für den Schuldendienst zahlen muss, dann kann ich andere Sachen nicht kaufen, weil ich eben diese Zinsen hier bezahlen muss. Und wie lange können die Märkte hier tanzen und können spielen? Natürlich länger als die normale Logik eigentlich sagen würde, aber der Pain Trade kann natürlich durchaus nach oben sein, aber dann wird es wahrscheinlich echt schwierig, je weiter wir steigen, umso tiefer dann der Fall, denke ich, weil einfach die Märkte sich von der ökonomischen Realität zu weit entkoppeln. Wir sehen übrigens jetzt auch, dass die Benzinpreise in den USA wieder deutlich gestiegen sind, höchster Stand seit 5 Monaten. Das ist natürlich ein Inflationstreiber, der die Fed dann, naja, zumindest nicht gerade dazu animieren dürfte, die Zinsen bald zu senken. Und jetzt ist eben die Frage, die jetzt mit der beginnenden Tech-Saison kommt, wie stark werden diese Effekte der Zinsanhebungen, die ja dauern, bis sie sich durchs System wälzen gewissermaßen, wie stark wird das hier die Geschichte beeinflussen? Game of Trades sagte, das hat einen deutlichen Effekt. Wer richtig auf die Tube drückt, das sind derzeit ja die Chinesen, die versuchen, das System mit Liquidität zu fluten, um ihre Wirtschaft wieder anspringen zu lassen. Mehr als die Hälfte des Wachstums in China ist derzeit rein durch Schulden getrieben. Wir hatten ja das BIP kürzlich mit 4,5%. Analysten hatten 4,0 erwartet. Die Zielvorgabe der Regierung war 5,0 und dann kommt man rein bei 4,5. Das ist wahrscheinlich so eine Art, wie soll man sagen, Konfuzianismus. Man kommt dann genau in der Mitte, hat man diese Zahl gewürfelt. Das ist eine sehr politische Zahl, diese BIP-Zahl. Ich glaube da keine Sekunde dran an diese Zahl. Andere sind vielleicht verlässlicher, aber nicht diese BIP-Zahlen. Aber all das nur durch Pump. Wir sehen in vielen Bereichen, dass da letztendlich kein organisches Wachstum mehr passiert, sondern eben nur noch durch Liquiditätsverflutung. Man versucht, Abwärtstrends etwa im Immobilienmarkt zu stoppen. Und Abwärtstrend ist vielleicht auch das wichtige, richtige Wort in Sachen Deutschland. Die großartige Koalition hat jetzt beschlossen, dass, was ja schon lange sozusagen klar war, kommen würde, nämlich dass man dann Wärmepumpen einbauen muss ab 2024, respektive eben dann diese ganze Heizungsthematik, Sie haben es mitbekommen. Und das in einer Situation, wo Deutschland bei den westeuropäischen Staaten mit Abstand jetzt schon den höchsten Anteil an Kohle bei seiner Stromgenerierung hat. Das wird dann nicht gerade weniger. Wir brauchen dann mehr Strom, weil wir eben mehr Wärmepumpen haben. Dementsprechend wird, solange eben jetzt nicht das Wunder passiert und permanent die Sonne scheint und permanent der Wind weht, muss dann eine andere Struktur her. Das ist Gas mit ökologischem miserablem Fußabdruck, nämlich das Flüssiggas. Dann soll Kohle abgeschaltet werden, dann soll aus Gas irgendwie Wasserstoff werden und aus Wasserstoff wird dann Wein und so wird das dann, Sie kennen die Geschichten aus dem Neuen Testament, also es passieren hier echte Wunder. Heute ab 22 Uhr bringen wir bei Finanzmarktwelt die Zahlen von Tesla. Das wird der nächste Market Mover.
Tesla hat ja zum zweiten Mal in diesem Monat bereits die Preise gesenkt, was auf reißenden Absatz hindeutet aus meiner Sicht. Wir haben hier nochmal eine Vorschau, was zu erwarten ist. Erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung war diese Geschichte mit der China. Mit diesem nur noch durch oder teilweise nur noch durch Schulden erzielbaren Wachstum. Und hier ein Artikel, der nochmal klar macht, wie entscheidend jetzt diese Tech-Saison, diese Zahlen der Tech-Unternehmen sein werden aufgrund ihrer Gewichtung. Das ist der Faktor schlechthin. Also drei Empfehlungen heute, ab 22 Uhr einschauen bei Finanzmarktwelt wegen Tesla. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.